Los Angeles. Die Sonne scheint, die Straßen sind ruhig. Die Bewohner der Stadt gehen ihren täglichen Geschäften nach, ungeachtet der Gefahren, die hinter jeder Ecke lauern. All jenen Gefahren, denen sich Helden mit Uniformen entgegenstellen, gäbe es nicht die mutigen Frauen und Männer des Los Angeles Police Department, so würde die Stadt im Chaos versinken. Doch wir demonstrieren, unsere heutige Geschichte handelt nicht von jenen Helden. Es ist die Geschichte der beiden Detectives, Stevens und McQuaid, denen zwar nicht gerade Hälften leuchten des Dezernats, wenn sie verstehen, was sie tun. Nein, Sie nehmen sich nur Ihren wohlverdienten Urlaub mit.
Sehen Sie? Da haben wir auch schon das Problem. Sie haben sich einfach nur etwas zu viel vorgenommen. Ja! Wir nehmen Ihnen gerne etwas ab. Oh, das ist aber nett. Dankeschön. So wie es aussieht, werden Sie uns helfen müssen, die Schüssel für Queen Bee selbst zu finden. Hilf mir! Stevens, McQueen, lass alles stehen und liegen und kommt sofort her! Queen Bee's Gang hat die Polizeistation übernommen! Das ist alles deine Schuld. Meine Schuld? Machst du Witze? Du bist gefahren. Wer hätte denn gesagt, wo es lang geht? Mann, du hattest ein Navi. Oh, danke, Jungs. Oh mein Gott, ihr habt die Schranke vollkommen demoliert. Ist ja gut, es war meine Schuld. Ihr bleibt hier. Ich suche mir einen Aussichtspunkt, um die Lage besser einschätzen zu können. Ihr beiden solltet euch auch eine Stellung begeben. Du hast drei Stellungen gern. Jetzt darf uns die Kohle in unser Geheimnis bringen. Ja, meine Königin. Für dich mache ich alles. Keine Bewegung! Das sieht ja ganz danach aus, als hätte da jemand den Beweisbildungsschlag ausgeräumt. Ich habe keine Kraft für dieses Spielchen. Sei es, deine Jungs sollen ihn ordentlich anhalten. Ihr habt sie gehört, Jungs! Hey, das ist mein Auto. Das ältere Modell. Ja, nur das ältere Modell, ne? Thank you.
du Idiot? Ruf Verstärkung! Ruf die Nationalgarde! Ruf meine Mami! Wo ist Queen Bee? McQuaid und Stevens sind hinter ihrem Zeugnis her. Was? Was machen die da? Ich hatte alles unter Kontrolle. Sie ist unberechenbar. Niemand kann ahnen, was sie als nächstes vorhat. Thank you.
jetzt weg, Queen Bee! Du wirst uns niemals entkommen! Es geht nicht nur darum, abzuhauen. Es geht mir nur um Rache. Cyrus, hol die Granaten! Ich werde diese ganze Stadt den Erdboden gleich machen. Hey, schau mal zu dir, meine Königin. Oh, meine Pistole! Oh, die Dinger sind geil. Ja, das kann man einfach ausschalten. Schieß jetzt da oben hin. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Hab ich doch gesagt? Yeah.